Ja, vor einiger Zeit gab es im Action diese Streifen hier und ich habe gesagt, ich werde da auf jeden Fall irgendwas mitmachen. Und heute ist es soweit. Ich habe mir bei Pinterest ein paar Sachen rausgesucht für Tischdeko. Und ja, das möchte ich heute machen. Und dazu reiße ich mir jetzt hier ein Streifen raus und ich habe vorher geguckt, dass ich einen Cardstock finde, der von der Farbe einigermaßen passt. So, und jetzt schnappen wir uns als allererstes dieses Teil hier und unser Schneidebrett. Und das Ganze soll jetzt 30,5 cm sein. 5 ist es schon, aber hier ist es 32 und es hat ja auch hier oben so eine hässliche Kante vom Abreißen, die ja auch nicht besonders schön ist, und da ist es gut, dass wir die wegschneiden. Und dafür legen wir uns das Ganze jetzt hier bei 30 cm an und schneiden einfach einmal hier oben diesen kleinen Zibbel weg. So, und weil wir das Teil jetzt auch gerade so schön in der Hand haben, machen wir damit gleich weiter. Und zwar legen wir es uns nochmal bei 14,9 cm an und machen eine Falz mit dem Grauen. So, und jetzt legen wir uns das einmal kurz an die Seite. Das brauchen wir später nochmal. Unser Falz- und Schneidebrett behalten wir noch, weil wir jetzt noch ein Cardstock-Stück brauchen in 9 x 9 cm. So, das war vorher schon auf 9, deswegen schneide ich jetzt nur einmal und ihr schneidet bitte euch ein Stück aus, was 9 x 9 cm hat. So, und weil wir auch das hier gerade so schön in der Hand haben, machen wir hier gleich weiter. Und zwar legen wir es uns an bei 2 cm und ich mache das immer hier oben, weil mir das dann viel einfacher geht, als wenn ich es hier unten anlegen würde. Und dann nehmen wir wieder unsere graue Falzklinge und falzen. Dann drehen wir uns das Ganze, legen es wieder bei 2 cm an, falzen wieder und das machen wir ringsrum. Also wieder drehen, bei 2 anlegen, falzen, drehen, bei 2 anlegen und falzen. So, dieser Schritt ist getan. Jetzt lege ich mein Brettchen schon mal an die Seite. Das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. So, und jetzt hatte ich mir gedacht, es wäre doch schön, hier einen süßen Spruch drauf zu haben. Und zwar, wir haben ja jetzt auf dieser Seite hier gefalzt. Das heißt, ich möchte es später so umklappen, dass diese Wulst hier quasi nach außen zeigt, weil, also theoretisch dann nach innen. Weil wenn man es jetzt in die Richtung hier klappen würde, wo wir es auch gefalzt haben, dann kann es passieren, dass das Cardstock reißt. Meiner hier ist sehr stabil, der reißt nicht. Aber es gibt einige, bei denen das eben passiert, wie zum Beispiel ganz oft bei den Action Papieren habe ich das ganz oft, dass mir die einreißen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dann so rumklappen. Bevor wir das machen, habe ich mir aber hier das Set, was ich mir jetzt in der Celebration aussuchen durfte, geschnappt. Und hier ist dieser Spruch, schön, dass du da bist, drauf. Und das fand ich passt so schön zu einem, ja, Willkommensgruß. Und habe mir das hier schon mal auf dem Stempelblock vorbereitet. Stempeln möchte ich jetzt mit Heideblüte, das war ja auch eins von denen, was ich doppelt hatte, glaube ich zumindest. Und ja, jetzt schnappe ich mir das. Und jetzt muss ich darauf achten, wenn ich das Ganze nachher dann, also hier ist die Wulst, so rum möchte ich klappen. Das heißt, wenn ich das so rum, ihr könnt es auch einfach schon klappen, und dann ist ja das hier später euer oben. Ja? Also so wird die Kiste dann zusammengebaut. Das heißt, wenn man jetzt so drauf, wenn man jetzt so stempeln würde, dann wäre der Spruch am Ende auf dem Kopf. Also muss es so, einen Moment, ich muss jetzt noch mal gucken. Ja, genau, so muss es gestempelt werden. Das ist oben. Also muss man es so rum hinlegen, weil das später ja oben sein wird. Und dann ein bisschen Stempelfarbe aufnehmen. Und ich möchte noch mal nachgucken. Jawohl, kein Denkfehler, genau. Also, wenn ihr es in die Richtung klappt, das ist oben und der Spruch muss dann so drauf. Und der passt auch hier genau in diese 2 cm. Jetzt gucke ich noch, dass ich ungefähr mittig bleibe. Ich hoffe, ich komme gerade.
Ja, sieht sehr gut aus. Genau. Und wenn man es jetzt so falzt, dann ist es ringsrum, ist es auf der richtigen Seite. Ihr könnt es natürlich auch ringsrum bestempeln, aber mir reicht auf jeden Fall diese eine Sichtseite, die ich später habe. So, und jetzt als nächstes nehmen wir dann unser Falzbein und gehen hier einmal überall ringsrum und klappen unseren Cardstock einmal um. Und ein letztes Mal. So, und jetzt haben wir wieder unser Teilchen hier so vor uns. Und jetzt fange ich an auf irgendeiner Seite und schneide mir hier diesen Streifen, den man hier sieht, von der Falz raus. Und zwar ein bisschen wie ein Dreieck von hier bis zur nächsten Falz. Wenn ich auf die Falz treffe, höre ich auf zu schneiden. Und dann zupfe ich mir das hier noch ab. Und jetzt habe ich hier quasi so eine kleine Lasche, die so ein ganz kleines Dreieck hat. Und das hier klappe ich mir hier jetzt auch schon nach innen weg. Und dann drehe ich das Ganze einmal so rum, dass diese Lasche jetzt hier oben ist und das hier. Und mache das Gleiche nochmal. Ich schneide mir einfach die Falz so ein bisschen wie ein Dreieck hier raus. Zack. Jetzt ist schon von selber rausgefallen. Klappe mir wieder die Ecke um, drehe es und habe es wieder so. Und das gleiche natürlich jetzt noch ein letztes Mal. Wieder umklappen, einmal drehen und wieder die Falz rausschnibbeln. So. Okay, auch hier klappe ich mir die Ecke schon an die Seite und dann habe ich hier jetzt quasi so ein Teil. Und jetzt schnappe ich mir meinen Kleber und fange einfach an, bei der ersten Seite hier ein bisschen Kleber drauf zu schmieren und klebe das Ganze schön die Ecken zusammen. Und dadurch, dass wir die Falz rausgeschnitten haben, verschwindet auch diese Kante hier oben. Ihr seht es, glaube ich, gerade nicht. Ja, also es lappt auf jeden Fall nicht über, das ist mir jetzt wichtig. Und ich gucke halt, dass ich hier so einen schönen 90-Grad-Winkel hinbekomme und die Ecken eben schön aufeinander liegen. Und hier verschwindet eben dieser Überstand ganz automatisch wegen der abgeschnittenen Falz. So, jetzt geht es weiter, ringsrum, schwupp, immer einfach ein bisschen Kleber. Und dadurch, dass ihr die Sachen schon nach innen geklappt habt, habt ihr am Ende nicht dieses Gefummel, wo ihr dann gucken müsst, dass ihr es erstmal reinklappt und dann hat man manchmal schon den Kleber drauf gemacht und klappt dann erst um. Dann hat man den Kleber an den Fingern, aber nicht da, wo er hingehört. Und weil wir das vorher alles schon umgeklappt haben, brauchen wir jetzt hier wirklich immer nur ein bisschen mit dem Daumen nach hinten Kleber drauf und fertig ist die Laube. Hier. Und da das jetzt hier auch nicht so ewig lange dauert, mache ich das jetzt auch gerade mal mit euch zusammen. Normalerweise schneide ich ja solche Sachen immer raus, aber das geht ja hier jetzt wirklich so fix. So, und zacki. Ja, und so mache ich eigentlich immer meine Kisten oder Kästchen, wenn ich sowas mache, dann mache ich die immer in dieser Art und Weise, weil ja so man eben am leichtesten mit dem Kleben am Ende hat. So sieht jetzt unsere Kiste aus. Hier ist noch unser schön, dass du da bist mit den Pünktchen. Das Set lege ich erstmal an die Seite. Mügel mal weg. So, und jetzt schnappen wir uns dieses Teil hier. Und hier gucken wir jetzt auch, wir haben ja dort gefalzt und klappen es genau umgekehrt. Und gerade hier ist es besonders wichtig, weil das, ihr seht es, das reißt sofort. Also selbst wenn ihr es in die Richtung klappt, wie ich es vorhin beschrieben habe. Jetzt nehmt ihr euch euer Falzbein und mit dem Daumen fixiert ihr das Ganze und zieht hier so, ja, zweimal, würde ich sagen, so drüber. Auf der anderen Seite ganz genauso. Ups. Ja, schmiert das nochmal. Jawohl. Und jetzt haben wir hier so eine Art Kreis. Jetzt schnappen wir unser Schächtelchen und machen hier unten überall einmal ein bisschen Kleber drauf. Und jetzt gucken wir, das hier ist unser vorne, also machen wir auf diese Seite
wenn ihr das in der Hand habt, rechts davon auch noch mal ein bisschen Kleber drauf. Jetzt schnappt ihr euch das Teil, macht das auf und legt euch euer Kästchen direkt hier an die Falz an. Und da ist es eben gut, wenn ihr Flüssigkleber nehmt, weil ihr dann ein bisschen schieben könnt. Und dann klappen wir diese Hälfte hier nach oben. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und drücken es vor allem erstmal hier sehr gut an. Das bewirkt jetzt zwei Dinge. Erstens, man hat mehr Halt, also mehr Stabilisierung. Und zweitens, selbst wenn es hier unten jetzt noch ein bisschen weiter einreißen würde, wäre uns das voll egal, weil es ist ja fixiert an beiden Seiten. So, und dann kann man es noch ein bisschen hier unten noch ein bisschen festdrücken. Und oben nochmal an dem Seitenteil. Da würde ich es wirklich gut festdrücken, dass es wirklich ordentlich getrocknet ist. Ja, und jetzt schnappen wir uns einfach hier oben ein Ende und machen auch hier einen Streifen, ein bisschen Kleber hin, so ein bisschen verteilen, zack. Und dann nehmen wir uns einfach nur das andere Ende und halten diese beiden Teile jetzt hier aneinander. Dann drehen wir es uns ein bisschen und passen auf, dass wir wirklich die Ecken hier wunderbar übereinander haben. Ups, und da ist es wirklich gut, wenn man Flüssigkleber hat, weil man dann wirklich noch schieben kann. So, schwupp. Jetzt habe ich meine Ecken hier schön aufeinander. Den übrigen Kleber, der jetzt hier rausguckt, den habe ich gerade noch weggenommen. Mit dem Finger einfach nur drüber wischen, fertig. Ja, und dann stellt man das Ganze eben dann so auf den Tisch. Und hat dann vorne eben ein schön, dass du da bist. Hier kann man eine kleine Süßigkeit hineinlegen. Und wenn man das dann so auf den Teller stellt, hat man wirklich einen kleinen süßen Willkommensgruß. Und ich denke mal, dass sich da jeder drüber freut. Und das kann man natürlich dann, kann sich jeder mitnehmen. Und ja, wer jetzt das noch Ganze noch ein bisschen edler haben möchte, der kann zum Beispiel hier wie so ein kleines Unterdeckchen sich noch machen, zum Beispiel mit einer, mit dieser 2-Inch Handkreisstanze. Ich guck mal, ob das passt. Ich probiere das gerade mal aus. Das interessiert mich jetzt mal. Ja, das funktioniert hier nicht ganz. Ich habe ja hier noch so einen Rest. Ich möchte es nur mal probieren, ob es wirklich klappt. Oder muss man einen kleineren Kreis nehmen? Wahrscheinlich wird man einen kleineren nehmen müssen. Nee, er passt genau rein. Ja, ist ja auch eigentlich logisch, weil 2 Inch sind ja 5 cm. Also wenn ihr die 2 Inch Handstanze zu Hause habt, könnt ihr euch hier noch ein Teil aufstanzen. Dann könntet ihr hier jetzt entweder so ein Pralinchen draufkleben. Oder wenn ihr sagt, nee, ich möchte keine Praline, ich möchte lieber ein, sagt schnell, nicht was Eingepacktes, sondern eine richtige offene Praline, was weiß ich, so ein Trüffel oder sowas, dann könnt ihr die hier drauflegen, dann habt ihr die Kiste noch ein bisschen vor der Schoki geschützt und dann könnte man das Ganze jetzt noch in so einem kleinen Zellophantütchen einpacken mit einem schönen Schleifchen oben. Und dann sieht es natürlich gleich noch ein bisschen edler aus. Und ihr habt dann eben auch was Schönes, was man sich wirklich mitnehmen kann. Weil das, wenn man das jetzt so einfach nur mitnimmt, dann hat man das Problem, dass einem dann vielleicht die Süßigkeit rausfällt oder so. Ne? Und wenn man das alles in so einem Zellophantütchen hat, dann ja, kann man es einfach schön einpacken. Und wenn ihr sagt, nee, ich möchte nicht, dass noch mehr Plastik auf dieser Welt ist, weil da fliegt schon genug rum, da habt ihr auch völlig recht, unsere Meere sind dicht davon. Gibt es sehr interessante Filme zu, aber ganz anderes Thema. Wer das machen nicht möchte, der kann ja auch hier diese Brottüten, diese Papiertüten, dann auf den Teller legen und dann eben als Hinweis mit einem Schleifchen noch dazugelegt oder so ein Schleifenbändchen, dass sich das dann jeder selbst einpacken kann und dann hat man eben alles aus Papier. Das wäre dann die umweltfreundliche Variante, weil wenn es so in die Papiertüte packt, dann sieht es keiner, also sieht keiner, was drin ist und ja,
ist dann halt unpraktisch, ne? Und wenn man Löcher reinschneidet, dann kann die Sache wieder rausfallen. Also von daher würde ich die Papiertüte dann drunter legen, ein Schleifenbändchen dazu und dann weiß, glaube ich, auch jeder, dass es zum Mitnehmen gedacht ist. Und ja, mir hat das sehr gut gefallen, für ein Druckizuki nachgemacht und so verwendet man mal hier seine Streifen. Da haben wir ja echt einige von. Ich werde auch mal gucken, was ich mir davon dazu noch einfallen lassen kann. Ist halt schade, dass man dazu nicht das passende Cardstock bekommt. Dann könnte man alles wirklich komplett farbig zusammenpassen machen. Aber wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, also man sieht da wirklich kaum einen Unterschied von der Farbe, oder? Also wenn ich es jetzt hier vor mir stehen habe, dadurch, dass hier ja auch ein bisschen Schatten drauf fällt von diesem Herzbogen, ist da echt fast kein Unterschied mehr zu sehen. Und diesen Cardstock hatte ich übrigens, gute Frage, von Lidl oder Aldi. Die haben ja irgendwie so einmal im Jahr, haben die dann immer solche Blöcke, wo man Cardstock kaufen kann, also ein komplettes Heft quasi, wo man dann einzelne Blöcke drin hat. Und die sind auch ziemlich groß und davon hole ich mir immer gleich stapelweise, weil die echt günstig sind. Die kosten nur 2 € oder so. Ich hole gerade mal eins, warte. So, da ist es. Also, da haben wir dann 270 Gramm auf dem Quadratmeter. Die sind 24 mal 34 Zentimeter groß, also ziemlich groß, und man hat 25 Blätter. Und ihr habt dann eben von jeder Farbe zwar nur ein Blatt, weil das ist ja wurscht egal. Also, das hier habe ich auch schon angefangen, glaube ich. Da habe ich auch, glaube ich, schon was rausgenommen irgendwo. Ja, hier irgendwo habe ich was rausgenommen. Aber das ist ja wurscht egal, weil ja, für 2 € bei der Größe. Und guckt mal, es ist umweltfreundlich, weil es auch noch 100% Recycled-Papier ist. Also besser geht's nicht. Und davon nehme ich dann, wie gesagt, immer gleich 4, 5 Blöcke oder noch mehr. Und da komme ich auch das ganze Jahr mit hin. Und wenn man jetzt mal so guckt, so krass unterschiedlich ist das von den Farben nämlich gar nicht. Die sehen nämlich schon ziemlich gleich aus. Und deswegen gute Sache. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das kleine Gastgeschenk gefallen und ihr hattet ein bisschen Freude beim Zuschauen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.